So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forever Skies. Ich bin immer noch krass erkältet. Es tut mir ganz so leid, also sehe ich ab und zu mal komisch klingen oder schnüffeln. Ich hoffe, es passiert nicht so oft, aber es könnte passieren. Me sorry. Ich habe offscreen ein bisschen gefarmt, ein bisschen gelootet und ich würde gerne mit euch das Schiff ausbauen. Ich habe den Ballon schon noch mal einmal erweitert, hier den mittleren. Der geht jetzt noch mal eine ganze Ecke nach vorne. Der geht, also der Ballon in der Mitte ist auch jetzt komplett gemaxt. Den kann ich auch nicht mehr weiter erweitern, weder nach vorne noch nach hinten. Das heißt, ich müsste jetzt die Seitenballons noch erweitern oder wiederum einen neuen Ballon hinzupacken, hinten dann irgendwann, wenn ich da halt irgendwann noch weiter bauen möchte. Ich habe offscreen ein bisschen gelootet, habe nach Blueprints gesucht. Das machen wir jetzt gleich auch noch mal eine Runde, eine kleine Runde. Ich würde gerne noch mal unter den Nebel gehen und dort gucken, ob wir dort vielleicht ein bisschen was finden. Könnte absenken. So. Nebenbei ein bisschen Zeug holen. Ich habe ein bisschen was Neues auch gefunden schon. Ich habe zum Beispiel hier das kleine Cockpit Invert gefunden, also so andersrum halt, ne? Hier die Blumenwände habe ich ein bisschen gefunden. Ich habe hier, es gibt von diesen Runden, das hatte ich ja schon, ne? Aber es gibt hier auch noch größere Sachen, die so abgerundet sind mit so Blumenmustern an der Seite dran. Fand ich auch ultra schön. Und hier Geländer habe ich noch ein paar gefunden, Glasgeländer und so Sachen. Und recht viel mit irgendwie Textur, so Farbenzeugs und so Gedöns. Da müssen wir mal gucken, ob ich da, aber da vielleicht noch mehr finden. Aber ich würde jetzt erstmal hier rüber fliegen, weil nach Osten. Zu dem Spot, wo wir quasi unter den Nebel können. Weil da würde ich gerne nochmal looten, da habe ich jetzt offscreen nichts gelootet, also ich war nie unter dem Nebel. Das machen wir nochmal zusammen jetzt, würde ich sagen. Vielleicht finden wir da nochmal ein paar coole Blaupausen. Übrigens habe ich das alles gerade schon mal aufgenommen. So 5 Minuten. Und ja, dann habe ich gesehen, dass mein Mikro, das OBS mein Mikro einfach rausgekickt hat. Das war ein bisschen scheiße. Aber da kann man ja nichts machen. Das passiert. Dumm gelaufen, sage ich dazu. Ja, das Lila, da müssen wir hin jetzt. Zu diesem Lila müssen wir jetzt. Das ist das Neue, wo wir hin sollen als nächstes. Aber da will ich noch nicht hin. Ja, wir gehen da noch nicht hin. Ich will noch nicht die Story weiterspielen gerade. Ich möchte gerade noch ein bisschen das neue Zeug erkunden. Ich möchte gern weiter nach Osten fliegen erstmal. Vielleicht auch richtig schön weit oben über den Wolken. Vielleicht können wir noch ein paar Turbinen bauen. Das war nochmal zwei Turbinen, dass wir noch ein bisschen höher kommen. Das Ding ist, wenn ich jetzt ausbaue, wird das Schiff deutlich schwerer, also wirklich deutlich schwerer. Kann man sehen, wir müssen dann sowieso noch ein bisschen farmen hier und da, dass ich halt einfach mehr Auftrieb generiere in Zukunft. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Turbine beschädigt. Was? Turbine ist beschädigt von was? Wir sollten, glaube ich, gleich mal gucken, wie eine Turbine ist beschädigt. Ich habe mir schon überlegt, wie ich das alles aufbaue und so umbaue, das Schiff. Ich muss gucken, wie wir das machen und wo ich das mache. Das könnte nämlich alles ein bisschen tricky werden und problematisch. Oh, hier gibt es definitiv schon neue Sachen. Ach ja, Fadenkreuz sind wir. Ich habe übrigens auch hier diese Taschenlampe. Die habe ich übrigens auch gefunden mittlerweile. Wollte ich euch eigentlich zeigen, dass ich die gefunden habe. Ich habe hier auch schon zwei Kisten gebaut, weil ich halt dann umräumen wollte. Diese zwei Kisten können wir eigentlich. Ich muss ja halt hier dann viel wegmachen, ne? Ich muss hier viel löschen, muss hier viel umbasteln. Darum würde ich sagen, tue ich das dann in den mittleren Gang hier einfach ein paar Kisten bauen, dass ich dann das alles halt erstmal irgendwie da rausräumen kann und hier irgendwo verstauen kann, Stück für Stück. Das wird halt alles ein bisschen witzig. Ach ja, ich werde, wenn ich da runter gehe, erstens müssen wir das aufladen zum Abbauen. Zweitens brauche ich das Kühlding. So ein Kühlbooster brauche ich. Weil dort unten gibt es ja diese Pflanzen. Die sind ja nicht so geil. So. Ich würde halt gerne so viel wie möglich ablegen. Ich habe auch hier noch was gefunden. Ukrainisches Gefäß mit dem Muster aus der traditionellen Volkskultur verziert. Also sind wir hier gerade in der Ukraine. Also unter uns ist irgendwo die Ukraine an. Oder I don't know.
was mir das so genau sagen soll. So, das nehmen wir mit. Ich hätte auch gerne, es gibt ja auch den mittleren Sauerstofftank, den hätte ich halt auch gerne. Vielleicht finden wir den. Das wäre schon sehr geil, muss ich sagen. So, was zu essen nehmen wir uns um mit. Okay, zu trinken habe ich noch. Pfeile sieht eher schwierig aus. Könnten wir eigentlich noch ein paar bauen. Was brauche ich für die Pfeile? Können wir mal gucken. War ja klar. So. Weil da unten werden wir wahrscheinlich auf ein bisschen was stoßen, wo ich Pfeile brauche. Das Combat Update ist noch nicht da, das offizielle Combat Update. Das kommt noch. Also so viel... Ach, so die kleine Atmet. Guck, wie liegt die auf dem Rücken? Das ist schon... Das sieht schon ein bisschen knuffig aus. Sie sieht halt schon ein bisschen knuffig aus. Okay, ich würde sagen, wir speichern. Soll ich auch noch einen Dingsboot? Nee, brauche ich nicht. Achso. Scheiße, hab vergessen, was reinzupacken. Okay, wir müssen noch ganz kurz warten. Ich guck mal derweil hier oben so ein bisschen rum. Die Musik macht's auch gerade nicht besser. Was haben wir hier? Instabile Konstruktion. Ich erzähle allen die ganze Zeit, dass es keine gute Idee ist, einen mobilen Laborstandort hier anzubringen. Aber sie bestehen darauf, da sie irgendwelche Forschung hier betreiben müssen oder so. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin schließlich schon mein ganzes Leben im Bau tätig. Was ich aber weiß, ist, dass dieses Gerüst kaum standhält und schon beim leichtesten Windhauch schwingt. Aber natürlich hört niemand auf mich, hört mir niemand zu. Sie werden es wohl merken, wenn das Ding auseinanderbricht. Ja, okay. Da geht's runter. Geht's da runter? Diese blauen Bänder, da konnte man ja mit dem Ding hier immer irgendwo hin, ne? Ist ja die Frage, ob das hier auch so ist. Na du? Ach so, bevor wir jetzt da runtergehen. Wie, Turbine ist kaputt. Die lasse ich mal hier. Weil was bauen tue ich ja da unten jetzt nicht. Okay. Ach so, Turbine oder... Benötigt keine Reparaturen? Nee, ich glaub Turbine war es, ne? Wegen Höhe. Das müsste ja denn die hier sein. Hä? Benötigt keine Reparaturen? Ist doch alles tutti. Hä, ist doch alles supi. Bis auf die hier vorne, aber da ist doch nicht deine Höhe gleich weg. Hä, das ist ja aber der, hä? Okay, ich frage gar nicht nach. Wie spät haben wir es gerade? Achso. Sehe ich so in-game gar nicht. Müsste ich pennen gehen, ne? Ja, da müssen wir dann erst nächstes hin. Okay, okay, okay. Oh, wartet mal eine Sekunde. So. Okay. Ich muss erstmal schnüffeln. Es tut mir leid. Ich habe vergessen, mein Taschentuch hinzulegen. Shit. So. Da oben kommt auf jeden Fall... Da geht auf jeden Fall was rein. Das heißt, hier oben würde ich gerne irgendwie hoch. Da kommt ein blaues Kabel oder auch nicht. Obwohl, das brauche ich eigentlich nicht mit dem Automatisierung. Fahre ich momentan echt krass gut, muss ich sagen. Das werde ich dann in Zukunft auch versuchen, richtig halt einzubauen, ne, dass wir da mit den Automatisierungen immer ordentlich uns Zeug erfahren. Ist dahinter irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Wow, das Ding hat mich weggedrückt. Da geht's jetzt ganz hoch. Oh, lol. Also hier geht's runter, ne? Das kennen wir ja. Das ist ja, der Klassiker. Kein Strom, das war ja hier oben irgendwo, ne? Ich kann ja kurz das Ding mal anschalten. Vielleicht komme ich ja irgendwie anders da hoch. Ah, das war jetzt ganz hoch, ne? Die Leiter ging da... Ich komme ja hier ganz hoch. Hä? Das ist hier? Ach, hier. Verwende das Zugriffsmodul. Hä? Oh lol, das ist was komplett Neues. Terminal, das den Strom und den Zugang zum Aufzug entsperrt, benötigt ein Zugriffsmodul.
Das muss ich jetzt bauen, oder was? Lol, brauche ich jetzt solche... verdammt. Okay. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken. Okay, jetzt brauchen wir da ein Zugriffsmodul. Das ist, das macht es jetzt auch nicht einfacher. Ah. Die können wir ja schon mal wegnehmen. Ah, das war der Weg hier. Wir können mal von hier aus da runter. Ah, warte mal. Bevor ich jetzt hier runter gehe. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas, oder? Hä? Oh wow, eine unsichtbare Wand. Denkst du so, du hast vielleicht an was Cooles gedacht, dass man hier hinten vielleicht noch was finden könnte? Und da haben die Entwickler eine kleine Alpha-Wand hingebaut. Ach, Gemeinheit. Und ich dachte, ich kann froh sein, dass ich jetzt an sowas gedacht habe, an so ein kleines Detail, dass da wahrscheinlich was wäre. Benzin. Oh, 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 oh. Kaputter Schiffsarbeitsplatz. Achso, den habe ich schon. Scheiße. Das ist ja der normale Arbeitsplatz bloß gewesen. So, ein bisschen Plastik nehmen wir auch noch mit. Ach, guck. Eine Kiste. Bin ich froh, dass ich so ein bisschen Baumaterial mitgenommen habe. So, jetzt gucken wir erstmal. Ich würde gerne das ganze Zeug mal durchforschen, was wir alles forschen können. Zugriffsmodul, ne? Ich habe gerade gesehen, das ist nur der Klebezettel. Hier, Zugriffsmodul. Passkomponente. Was? Ein elektrischer Schlüssel der Sicherheitsschlösser an wichtigen Forschungsstandorten entsperrt, öffnet den Fahrstuhl am überwucherten Aufzug. Underdust führt. Benötigteile Passkomponente. Ja, das ist jetzt ein Problem. Wo kriege ich denn eine Passkomponente her? Oh, fuck. Lass mich raten. Warte, wo ist es? Da hinten. Bei diesem neuen Ding bestimmt. Da werden wir wahrscheinlich doch zum Ausrufezeichen gehen müssen. Das ärgert mich auch ein bisschen. Ich will da eigentlich noch nicht hin. Scheiße. Ah, hier kommen wir jetzt halt nicht weiter. Ne, ich komme halt auch nicht nach unten. Okay, wir müssen zum Ausrufezeichen. Ich denke ich mal, dass das jetzt so der Way to go sein wird. Scheiße. Na gut, dann let's go. Let's go. Ja, da hinten. Ja, fliegen wir erstmal dahin und gucken mal. Ah, guck mal. Bei uns hier, wo wir jetzt gerade waren, ist auch ein Ausrufezeichen, ne, auf der Karte. Da ist auch ein Ausrufezeichen. Also wir müssen schon noch auch per momentan aktueller Quest da runter. Aber wahrscheinlich müssen wir halt erstmal hier hin, um dann dort runter zu können. Ja, das wird wahrscheinlich der neue Step sein. Dort können wir da oben landen. Ah ne, das war das verseuchte Ding, ne? Ei, sieht das cool aus. Das ist was komplett Neues, definitiv. Okay, das sieht ein bisschen... Lande ich hier? Ich lande hier, oder? Oh, da sind noch überall diese blauen Bänder. Das heißt, ich könnte da auch irgendwo... Okay, das sieht ein bisschen cool aus. Ja, da oben kann ich wahrscheinlich landen, denke ich mir. Ja. Unknown location reached. Ich komme nicht mehr so nah ran jetzt, weil der Ballon jetzt zu lang ist. Scheiße. Okay, daran habe ich es auch nicht gedacht. Eigentlich müsste ich jetzt echt erstmal umbauen, ne? Ja, ich wollte aber vielleicht gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen was Cooles finden oder so. Wie weit komme ich denn da ran? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht eigentlich, ne? Verfluchte Scheiße. Na gut, let's go. Uncharted area. The preliminary analysis started. Überwucherter Oberflächenlift. Aufzug, der tief unter die Staubschicht führt. Oh, dann führt der große Turm wahrscheinlich dann tiefer runter und der hier nicht ganz so tief, oder wie?
dann ist das auch ein Weg nach unten. Lift-Variante. Ja, das ist eine andere Variante. Das heißt, an jedem Underdust-Spot, wo diese großen Ranken rauswuchern, gibt es jetzt noch kleine Nebenspots, wo du auch über die Türme runtergehen kannst. Das Bauwerk an diesem Ort wurde infolge des ungebremsten Wachstums der Pflanzen unter der Staubschicht stark in Mitleidenschaft gezogen. Die zerstörten Innenräume und Wuchervegetationen machen Vorsicht bei der Erkundung unerlässlich. Im Inneren befinden sich Lagerbehälter, in denen unter Umständen wertvolle Gegenstände enthalten sind. Der Zugang zum Aufzug ist versperrt. Dieser Ort muss einmal von zentraler Bedeutung gewesen sein. Wahrscheinlich das Wichtige ist, auf der Oberfläche zu schützen. Das klingt geil. Ich hätte mir vielleicht die Taschenlampe auch mal irgendwie craften sollen. Warte mal. Was, Todesrisiko steigt? Was? Was, warum? Warte. Lalalala. Dann gibt dir Immunitätsbooster, ey. Safety first, wenn ich jetzt wieder drauf gehe. Mit der Immunitätsbooster sollte ich jetzt ein bisschen gegenstrollen, eigentlich. Okay, den hebe ich mir mal auf, weil ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir den noch. Achso, warte mal, ich wollte irgendwas. Ah ja, ich wollte die Taschenlampe machen. Warte. Wo ist die? Werkzeuge? War die nicht hier irgendwo? Nee, warte mal, die muss ich erst noch erforschen, die Taschenlampe, oder? Ja, hier. Kupferelektrische Elemente. Okay, die machen wir mal ganz schnell, dann sehe ich da auch was. So, dann sehe ich nämlich auch was. Ja, trinke ich kurz noch einen Schluck. Batterie ist hier auch klar, alle. Benötigt Fabrikator, okay. Also im normalen kleinen Fabrikator. Switchen wir mal zurück. Hier. Plastikmüll. Ich hoffe, ich muss dann da nicht ständig Zeug nachtun. Da warte ich jetzt noch kurz drauf, dass ich da auch was sehe. Ich müsste halt auch die Booster wieder machen, ne? Ich glaube, das muss ich ja auch hier machen, die Booster herstellen. Eieiei, so. Die ist ausgerüstet. Ich will im dunklen Ort das leuchten. Hab ich jetzt so? Okay, wenn ich L drücke, passiert nichts. Ich hoffe, das ist. Also, das geht automatisch an, sobald es dunkel wird. Das hoffe ich jedenfalls. Das da sieht doch gut aus. Okay. Oh, da liegt auch jemand. Das Ding ist, ich würde halt auch gerne in dem Spiel noch mir einen ordentlichen Vorrat an alles anlegen, an wirklich allem. Weil wenn das Combat-Update kommt, dann habe ich erstmal, ne, einen Vorrat und bin nicht unbedingt darauf angewiesen, jetzt sofort irgendwie einen Kampf zu führen. Weil ich habe im Idealfall noch alles da und kann mal auch sagen, ja, ich muss diesen Kampf jetzt nicht 100% durchziehen. Das ist noch so eine Kiste, die ich reparieren könnte. Hallo, mein Freund. Geschlossener Aufzug. Erforschung des Heilmittels. Ich bin über ein Kabel gestolpert und hingefallen. Dabei habe ich mir wahrscheinlich nicht nur das Bein gebrochen. Auch mein Zugriffsmodul ist zu Bruch gegangen. Jetzt ist es nicht weiter als wertloser Schrott. Wenn nicht dieses verdammte Hackerangriff wäre, hätten wir den Abstieg nicht schließen müssen und das Ganze wäre vielleicht gar nicht passiert. Er steckt nur dahinter. Es soll doch jeder ein Interesse daran haben, dass wir ein Gegenmittel finden. Ich verstehe einfach nicht, warum jemand unsere Forschungsdaten gelöscht und unsere Kommunikation stört. Zum Glück habe ich den Bauplan für das Zugriffsmodul bei mir. Ich werde mich ein wenig ausruhen und meine Kräfte sammeln.
Ein Modul für die erweiterte Zugangsforschungsdaten. Hallo? Männliche Leiche, Notiz, Leiche eines Mitglieds des Wissenschaftspersonals. Okay. Verwende das Zukunftsmodul. Ja, habe ich ja nicht. Ich habe gehofft, ich finde hier etwas, um das dann machen zu können. Scheiße. Das heißt, das Ding kann sonst wo sein. Ist das hier der Aufzug? Ah, hier ist der Aufzug. Dann geht es dann hier auch runter. Das ist ja schon geil. Okay. Aber wahrscheinlich kommt man nicht mehr so einfach runter. Behalte mal das in der Hand. Ich höre was. Was ist das für ein Geräusch? Hä? Fuck. Ich muss da irgendwie reinschießen. Okay, das haben wir. Das heißt, da oben sind nochmal irgendwo die Bienen. Kann ich hier rein? Scheiße. Hallo? Ich würde gerne. Glas brauche ich sowieso. Okay, hier ist auch überall irgendwas. Hey, von innen komme ich da nur rein. Aber. Von oben oder was? Ich muss dann irgendwo da hoch und dann kann ich da. Oder warte mal. Hä? Ah, hä, ich bin doof. Ja, jetzt kann ich das ja auch hier machen. Da ist nix. Okay. Also hier sind mindestens noch zwei Bienennester. Aber hier findet man nochmal schön Loot, das ist doch mal was Tolles. Oh. Blumen-To-Deck-Cockpit. Sehr schön. Wieder was Neues. I love it. Okay, was ist das? Grüner Himmel nehmen. Was? Was ist das? Grüner Himmel? Hey, wo ist es hin? Was ist grüner Himmel und wo habe ich, also wo habe ich es? Ach, hier. Ein winziges Landstück, das nie vom Staub berührt wurde. Das Innere des Gefäßes ist ein bisschen unheimlich, aber das ist nur ein Detail. Wie cool. Ich höre mal, das können wir noch mitnehmen hier. Ich würde was trinken, bitte. Essen können wir das hier, trinken können wir das hier. Okay. Ja, irgendwo da oben. Oh, hier haben wir noch was. Wahrer Wert. Die Leute bringen mir Dinge, die sie für nutzlos halten. Und ich beweise ihnen das Gegenteil. Es gibt für alles einen Zweck. Manchmal braucht man nur die richtige Person. Die sieht den Schrott und nennt ihn einen Schatz. Gegen eine kleine Gebühr bringe ich nur die Menschen mit den richtigen Gegenständen zusammen. Das ist alles. Und den restlichen Scheiß bastle ich einfach zurecht. Klingt gut. Kosmische Katze. Oh, neues Sammelzeugs, oder was? Oh, neues Sammelzeugs. Das hatte ich mir sogar gewünscht. Oh, wie toll. Das hatte ich mir halt wirklich gewünscht. Das ist voll geil, dass sie das gemacht haben. For sale. Das ist... Ich hoffe, dass halt dann irgendwann wirklich auch so... So alte Sachen, also so wirklich so vielleicht noch belebte Sachen kommen, wo wirklich noch ein paar Leute überlebt haben oder so. Das fände ich so toll. Dass du noch so vielleicht einen Händler hast, wo du was handeln kannst oder so. Das wäre halt so toll. Das Problem ist, ich sammle gerade immer mehr, ne? Ich müsste halt wirklich erstmal umbauen. Ich glaube, nach der Folge heute, nachdem ich das hier durchgelootet habe, gehen wir dann auch erstmal, gehe ich dann auch erstmal bauen in der nächsten Folge. Scheiße, wie, aber wie komme ich denn? Ich soll irgendwie da hochkommen. Da oben drinne. Da.
Ich muss irgendwie auf die höheren Etagen kommen. Von hier? Oh, warte, das könnte. Nee, scheiße. Aber irgendwie, irgendwo muss ich ja hochkommen. Hier ist eher was, wo ich dann wieder runterkomme, vermute ich mal. Hier kann ich auch nichts abbauen. Hier ist der Fahrstuhl. Ich muss schon irgendwie. Oh, hier hinten hochkommen. Oh, ganz knapp vom Niesen. Hoi, ja, das ist knapp. Es ist schon irgendwie. Ach, hier, warte mal. Oh. Na gut. Shit, wie komme ich denn da hoch, ey? Hier hinten ging es ja auch nicht rum, ne? Da oben ist ja definitiv noch Zeug, also irgendwie muss ich da hochkommen. Die Frage ist halt wie? Wo? Gibt es irgendeine Mechanik, die ich gerade vergesse? Vergesse ich gerade irgendeine Mechanik? Ich bringe erstmal das Zeug zurück. Huch, sehr schwer da. Sind euch nie alle abgemacht? Warte mal. Das lasse ich lieber. Sehe ich auch so, Sunny. Aber ich bringe erstmal das Zeug zurück. Oh, es klingelt. Einen Moment. So, entschuldigt. Ich muss an die Tür gehen. So, wir bringen das Zeug erstmal zurück noch in der Folge. Wieso habe ich mich gerade doppelt gehört? Habe ich gerade neben mir noch jemanden laufen hören? Vielleicht komme ich besser, wenn ich da oben anlege. Weißt du, dass ich von da vielleicht dann auch eher auf die andere Etage komme? Ich glaube, das ist der Way to go. Lass mal versuchen. F ist die Taschenlampe. Sag mir das doch gleich. Ich hau mal das Zeugs jetzt hier rein. Warte. Dann werde ich auch den großen Kühlschrank noch auf. Da suchen wir uns irgendeine geile Stelle, wo ich das dann alles in Ruhe, wo ich alles in Ruhe umbauen kann. Ich würde sagen, ich baue zuerst die unteren Etagen, bevor ich hier anfange, das auszuräumen. Ich glaube, das wäre am besten, wenn ich das so mache. Also erstmal unten neuen Platz schaffen und wenn der Platz halt, ne, wenn das halt da ist, dann kann ich umräumen, richtig. Dann kann ich dann alles richtig gleich runterräumen und so. Ich würde ungefähr, ich denke mal. Hier vielleicht, entweder hier oder hier den Weg nach unten machen. Den ersten und dann hier den zweiten Weg nach unten. So, mal gucken, wie ich das mache. Okay. Das würde ich auch noch eins vorsetzen. Oder sogar zwei vor. Ja, zwei vor sogar noch. Das wird interesting. Interesting. So, ich würde sagen, wir fliegen mal eins höher. Ich habe vergessen, das Ding einzuziehen. Scheiße, warte mal. Ah, ich vergessen. Moment. So. Nicht rückwärts laufen, ohne nicht hinzugucken, das ist nicht gut. So. Genau, hier würde ich gerne anlanden. Hier könnte es ja vielleicht auch noch was geben. Oh fuck. Was ist beschädigt? Das hat da gerade groß und breit Schiff beschädigt. Ja, wo denn? Was denn? Ich finde es ja witzig, dass das dann immer steht, aber da wird nicht gesagt, was denn jetzt kaputt gegangen ist. Machen wir das halt so hier. So. Mache ich das halt so. Ich habe was gehört.
Hier raschelt es doch. Also ist der Wind wahrscheinlich im Gestrüpp. Ja, okay. Okay, ich glaube, hier ist auch kein Weg da rein. Da oben vielleicht. Ich muss ja einen Weg haben, das auszuschalten, ne? Okay, lasst mal da hochgehen. Lass mal ganz hoch kurz fliegen noch in der Folge. Einfach nur neugierig. Also flieg mal erstmal weiter nach Osten. Muss ich halt gucken, wo ich das dann herkriege erstmal. Ich sollte mal irgendwie... Warte mal. Ich habe eine Idee. Dieser kleine ausfahrbare Steg ist halt schon echt praktisch, ne? Der ist halt schon nicht... Ohne hier, der ist schon gut. Hehehe. Let's go. Ah, ich glaube, hier oben sollte ich auch nicht sein, ne? Das Ding ist nur, ich könnte jetzt wahrscheinlich... Nee, ich könnte hier nicht runter. Ah, ich kann das Spiel nicht austricksen. Schade. Okay. Nee, dann wird das so nichts leider. Sonst hätte ich, dann hätte ich auch ein Problem gekriegt, weil ich ja nicht mehr zum Schiff komme. Weil ich komme ja nicht mehr hier hoch. Keine Chance. Irgendwo gibt es doch bestimmt eine Öffnung, dass ich auf die zweite Etage komme. Ich habe von innen jetzt halt gar nichts gesehen. Finde einen Weg am Standort des überwucherten Aufzugs zu den Underdust-Außenbezirken. Ich muss da runter. Ich muss das Ding aktivieren. Aber ich hab doch nichts zum... Ich muss halt irgendwie... Warte mal, ich flieg mal jetzt hier kurz rum. Nee, ist alles ringsrum zu, ne? Du kommst da nicht anders rein. Warte mal. Hier hängt doch auch so blaue Kabel raus. Aber da kommt man nicht rein. Nee, da kommt man nicht rein. Das sieht nur so aus. Diesen blauen Kabeln. Ich werde mal... Die Folge ist jetzt zu Ende. Ich werde nochmal hier unten reingehen. Und gucken, ob ich irgendwie einen Weg finde. Auf diese zweite Ebene zu kommen. Oh Gott. Ja, voll dagegen geknallt. Geil. So. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder, denke ich. Und ich werde in der nächsten Folge werden wir dann erst, werde ich erstmal das Luftschiff ausbauen. Und ich gehe jetzt nochmal da rein und guck mal, ob ich einen Weg auf die zweite Etage finde. Also, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.